ist aufgefallen, dass in deinen früheren Werken noch deutlich mehr Atmosphäre beschrieben wurde. In den späteren Jahren wird deine Sprache knapper. Hast du eine Erklärung für diese Entwicklung? Ja, also A, sehe ich das nicht ganz so. Mir ist das natürlich auch schon aufgefallen, wenn ich frühere Bücher lese, wobei ich zugeben muss, das mache ich eigentlich äußerst selten, dass die Sprache knapper geworden ist, hat sicher auch damit zu tun, dass ich mehr Erfahrung habe und ja, einfach mehr voraussetze. Also wo ich sage, ich selbst sehe es nicht als karg an, sondern ich sehe es als Anreiz an, dass der Leser also über diese eher karge Form anfängt zu fantasieren und sich auch seine eigenen Vorstellungen machen kann. Jetzt kommen wir mal auf das Thema Kiez zu sprechen. Ja. Wie bist du denn auf den Kiez gekommen überhaupt? Als ich nach Hamburg kam, ich bin 81 nach Hamburg gekommen und da begann gerade der sogenannte Polizeiskandal in allen Presseveröffentlichungen war. Also die Verquickung der Polizei bis in die Führungsspitze hinein mit dem organisierten Verbrechen. Da ging es darum, wie weit sind die miteinander verbunden, wo gibt es das berühmte Loch, das also Razzien vorher bekannt gemacht wurden und. Das hat mein Interesse geweckt. Also diese Verquickung und über diese Verquickung und das Recherchieren darüber und was dahinter steht, habe ich angefangen, also so einen Kreis von Informanten mir aufzubauen, der immer weiter ging. Ich habe mich in Kneipen hingesetzt, ich habe zugehört und ich habe dann angefangen, darüber zu schreiben. Und was dann an Informanten sowohl von der einen wie von der anderen Seite dazu kam, das hat sich im Laufe der Zeit und über die Kontakte, die ich, ja, sagen wir mal, als Kneipengänger oder als Lokalbesucher, die ich da geknüpft habe, ergeben.